Mein Name ist Denis Bogdanovic und ich bin 18 Jahre alt. Ich habe mich für den Lehrberuf Konditor entschieden. Ich habe gemerkt, mit einem süßen Gebäck kann man jeden Lächeln im Gesicht zaubern. Ich habe ein Praktikum gemacht und im Praktikum habe ich gemerkt, mir gefällt einfach das Arbeiten mit Lebensmitteln. Ich bin jetzt schon im dritten Lehrjahr. Ich habe eigentlich ziemlich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man Massen herstellt, Schaumrollen füllt, auf Torten zu dekorieren, zu schreiben, Glasuren herzustellen, Ofenarbeit. Die größte Herausforderung ist es, die Menge, die wir produzieren, rechtzeitig zu schaffen. Also man hat große Aufstiegsmöglichkeiten hier. Zum Beispiel unser Abteilungsleiter, der Stellvertreter, hat auch als Lehrling angefangen, ausgelernt und jetzt ist er Mitte 20 und schon Abteilungsleiter, Stellvertreter. Entscheidet euch gut, bevor ihr einen Lehrbetrieb anfangt und macht einfach ein Praktikum, dann wird ihr sehen, ob es euch gefällt.